So, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Zelda The Minish Cap. Ja, ich weiß, die letzten Folgen waren ein bisschen anstrengend, weil wir nur nach Secrets und nach speziellen Dingen gesucht haben. Jetzt geht's aber sofort weiter im Abenteuer. Versprochen. Und wir gehen jetzt ins Schloss, denn im Schloss müssen wir... Guten Tag. Wir müssen nicht ins Schloss, wir müssen zuerst mal... Wir dürfen uns ja gar nicht sehen lassen, ne? War das nicht so? Gucken, ob der uns sieht hier. Nee. Wir müssen ja zur... Wie heißt denn dieses Ding? Zur Grabkammer war das ja nicht so richtig. Das war... Heilige Stätte nannte sich das. Genau. Komm, jetzt hau mal ab hier, du Spinner. So. Nicht, dass wir Ärger kriegen hier. Zack, und sind wir schon oben und da ist der geheime Eingang. Klack. Hier die Schlangen, die können doch nichts hier, die klatsche ich doch alle weg. So. Brauchen wir Rubine eigentlich nicht mehr so wirklich. Wer weiß, vielleicht müssen wir nochmal irgendwann einen Trank kaufen, weil wir vielleicht ihn benötigt haben und getötet haben. Ansonsten wüsste ich jetzt erstmal aus nichts... aus dem Kopf, aber das kann sich auch nicht verändern. So, hier ist gleich zu. Und ab zur heiligen Stätte. Und das Schwert wieder auf dem Altar vereinen. Und dann müssten wir die letzte Stufe finden können zum Vereinigen. Ist wieder zu. Genau, wir gehen wieder hin und... Warum funktioniert denn das schon wieder nicht? Muss ich denn was anderes? Ja, ich muss den anderen Knopf drücken. Ich drücke mal auf den Schwertknopf. So, und das vierte Element ist da. Alle vier Elemente sind da. Und was passiert denn? Vier Laserstrahlen. Das Schwert wird gestärkt. Wow. What the... Wahnsinn. Das Windelement wurde übertragen. Die Kraft der vier Elemente wurde auf das weiße Schwert übertragen. Nun ist das Schwert der vier. Du kannst dich jetzt vierteilen. Lädst du das Schwert mit Energie auf, indem du den Knopf gedrückt hältst und dann lässt du ihn los, dann feuerst du einen Strahl ab, der versteinerte Menschen vom Fluch des Hexenmeisters befreit. Ah. Der Gang geht auf. Holla. Weil das heilige Schwert nun vollkommen ist, hat sich eine Tür geöffnet. Vielleicht führt sie zu dem Raum, in dem das Geheimnis des Forts verborgen ist. Schutzi, lass uns hingehen. Ja, wenn das mal keinen Ärger gibt hier. Gehen wir mal da rein. Ich glaube, es gibt gleich Ärger. Das kann doch nicht sein, oder? Nanu? Dieses Bild aus Glas. Es scheint auf den Ort hinzuweisen, an dem sich das Fort befindet. Was ist denn das für ein Bild? Ein Baum? Vor langer, langer Zeit. Als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte. Das war das Ding vom Anfang, ne? Genau. Stiegen Minish vom Himmel herab, um einem Helden das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Zereng. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Und brachte Frieden. Seither ehren die Menschen das Schwert. Das goldene Licht, Force, weilte lange bei der Prinzessin von Hyrule. Hehe, so war das, nicht wahr? Uah, du bist so unglaublich naiv. Erst gibst du mir die Mütze der Wünsche und dann führst du mich her. Ich brauche euch nicht mehr. Na siehe da, wer ist das denn? Fati. Oh, er macht einen Hadouken und... jetzt weiß ich, wo das Forst verborgen ist. Ein Hadouken und schon sind wir platt und er geht jetzt. Was macht er? Stutzi, wach auf, Stutzi! Was ist denn nur los? Ich bin hier. Dieser Vati, der hat sich in den König verwandelt, um das Forst zu suchen. Irgendwie hat er von diesem Ort erfahren und darauf gewartet, dass wir das heilige Schwert wieder erschaffen.
Wenn die Darstellung auf dem Glasbild stimmt, dann ruht das Force in Zelda. Dieser Kerl wird bestimmt versuchen, Zelda das Force zu entreißen. Wir dürfen nicht zulassen, dass er Zelda noch mehr antut. Beeil dich, Stutzi, wir müssen Fati aufhalten. So, wir können jetzt schießen. Und verstandene Leute, aufhalten? Nee, können sie nicht aufhalten. Nee, können sie, erlösen, genau. Achso, wir können jetzt vier teilen, so war das. So, vier geteilt. Das hier. Nee, nicht. Wo sind wir denn jetzt hier? War das auch der Gang, den ich auch schon gegangen bin? Das sieht doch schon wieder anders aus. Oh nein, das ist ja alles zu Stein geworden. Der Minister, die Soldaten, genau wie Zelda, das ist offensichtlich Fatis Werk. Denn in Grausam kann keine Grenzen. Stutzi, nun ist es Zeit, mit der Macht des Schwertes die Vier, dem Fluch zu brechen. Macht des Schwertes der Vier, genau. Gucken wir mal, ob das klappt hier. Ein Soldat befreit. Warte. Ah, Stutzi, wir sind gerettet, danke. Hier ist schreckliche Dinge passiert. Der König, das ist so merkwürdig, für normal war wirklich kein Fati. Wir wurden einer nach dem anderen von Fati versteinert und angriffen die Monster an. Was ist nur mit diesem Schloss geschehen? Ich weiß nicht. So, und nochmal Hidoken. Der Minister. Minister, warte, hast du denn? Ah, Stutzi, es ist schrecklich. Fati ist mit der versteinerten Zelle auf das Dach geflohen. Er führt sicher böse. Du musst ihn aufhalten. Immer muss ich ihn aufhalten. So, komm mal, hau mal ab da, du Stinker. So. Ah, was erzählst du mir denn jetzt hier schon wieder? Der richtige Käfer Hyrule ist hier irgendwo eingesperrt. Bitte such ihn frei, wir kommen nicht nach. Immer ist mal den Kaffee drin. Dunkles Schloss von Hyrule. Was ist denn das? Ist das wirklich das schöne Schloss Hyrule? Unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass Fatis Kräfte so viel Unheil anrichten können. Der König und Zelda sind in Gefahr. Beeil dich, Stutzi. Oh, müssen wir uns wirklich beeilen? Ich will doch einfach nur Secrets. Oh, guck mal. Oh, guck mal eine an hier. Feen. Und eine Kiste. Eine Kiste, die ich habe. Können wir uns auch mal aufladen oder was hier für den Endkampf hier? Dunkles Schloss hier. Na, das sieht ja schon mal nach Action aus. Hier. Also ein scheiß Stinker hier, du kannst doch gar nichts. So, sag ich doch. Hier ist abgeschlossen, brauchen wir. Da ist auch abgeschlossen, zwei Schlüssel brauchen wir. Ach du meine Güte, was ist denn nun los hier? Oh, was ist denn das für ein altes Schloss jetzt hier? Da kann ich mir fallen lassen, will ich jetzt aber noch nicht eigentlich. Oh, ich kann nicht damit einen Bumerang. Killen, oder? Entschuldigung, ich musste mal kurz husten. Ja, die kann ich mit dem Bumerang töten. Und euch kann ich mit meinem Schwert töten. Und das mache ich auch gleich mal. Wir müssen nämlich zu Fati und ich muss euch Stinkern hier noch einen Schlüssel drum hier. Meine Fresse, hier brauchen wir ja 10 Schlüssel. Was ist denn hier los? Hier können wir ins Minisch rein. Hier ist ein Tisch zum Ausruhen. Da können wir. Da ist der König gefangen. Können wir nichts machen. Wir müssen irgendwie. Hier können wir noch nichts machen. Der ja. Wir schauen mal beide, ob es hier irgendwas gibt, was wir machen können. Kam ich da nicht gerade her? Ja, ich kam ich gerade her. Ich gehe mal nach unten. Wo geht's denn jetzt hier lang? Mal gucken. Sieht mir fast nach einem Secret aus, aber irgendwie. Nö, ja, ist hier nichts. Tja. Oder ist hier irgendwo eine Wand was drin? Ja, mal gucken. Oder
kann ich damit Pfeile reinschießen? In diese Augen? Nö. Okay, dann gehe ich wieder nach oben. Und schauen wir mal das Ganze was an, was ob ich da irgendwelche Wege finde. Weil hier ist ja scheinbar nichts zu machen. Ich weiß jetzt, was dieser grüne Platz da war. Der war nämlich genau der hier unten. Aua. Aua. Oh, ist das heiß. Ist heiß. Aua. Ich bin gleich tot. Verdammt. Naja, noch nicht ganz, aber. So, hier gibt's nichts. Hier gibt's auch nichts. Wie komme ich denn jetzt weiter, verdammte Scheiße? Ich brauche einen Schlüssel. War hier? War hier ein Schlüssel drin? Nö. Da oben ist eine Kiste und hier rechts ging es ja nicht weiter, ne? Da habe ich irgendwas übersehen. Oder kann ich hier irgendwo springen, bevor ich was falsch mache? Ich kann ja jetzt springen eigentlich, aber so weit hoch kann ich nur auch nicht springen, wie gesagt. So, hier ging es nicht lang. Oberschlüssel können wir das vergessen. Müssen wir da vielleicht was verrücken? Einfach nur so, weil wir es können, oder was ist hier los? Na, mal gucken, irgendwie grundlos kann das Ding hier nicht sein. Was ist das zum Kotzen? Ich verstehe den Sinn nicht ganz hier. Ach, hier ist... Ah, ich sehe was. Ich sehe es. Bam, oh, ich habe mich selber ein bisschen getroffen gerade. Das ist natürlich nicht gut. Aber dadurch kommen wir rüber, genau. Können uns zumindest machen. Dann machen wir das gleich mal. Und können jetzt hier lang die Treppe rauf. Oder besser gesagt, die Treppe herunter. Nee, können wir gar nicht. Das finde ich auch gut. Doch, oder? Irrig mich da jetzt. Auf jeden Fall können wir uns jetzt hier fallen lassen. Kommen hier unten an. Und beeilen uns mal, dass wir nicht getroffen werden. Dann gehen wir mal hier rüber. Hier durch. Mehr bleibt uns ja nichts übrig. Und da in der Ecke ist ein Schalter. Den müssen wir mal schön drücken. Dadurch gehen die Gefängnistüren auf sehr. Also, na jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ernst. Ehrlich, Leute. In welchem Knast gibt es einen Schalter in der Zelle, der Türen überall aufmacht? Sehr logisch. Naja, gut. Jetzt können wir den König befreien. Da gibt es hoffentlich einen Schlüssel. Zack. What the? Ah, Stutzi, du hast mich also gerettet. Aus dir wird, ist wahrlich ein Held geworden. Während ich versteinert war, sind im Schloss schlimme Dinge passiert. Ist das alles Fatih weg? Ich bin der König und muss Fatih besiegen. Doch ich, kann ich gegen ihn nichts ausrichten. Du, Stutzi, du hast das heilige Schwert. Du bist unsere einzige Hoffnung. Mit der Retter Zelda, mit diesem Schlüssel kommst du aus dem Verlies. Kleinen Schlüssel erhalten. Er öffnet verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Dungeon. Kann man mit dir Fragment vereinen? Nein. Wenn ich Fatih verfolge, werde ich nur zu meinem Zwitscher. Bitte Retter Zelda, bring dich selber um, aber lass mich in Ruhe. Ich muss leben bleiben, denn ich bin der König. So, jetzt haben wir einen Schlüssel. Ich gehe nochmal ganz schnell hier zu dem netten Gesicht, was mir immer so gerne Feen gibt. Und dann geht's auch schon weiter. So, jetzt hier gibt's... Das war eine Verarschung. Okay. Was ist denn diese Vieh endlich weg hier? Achso, ich muss von oben kommen. Unten sein, direkt immer am Stein. Okay, das habe ich schon fast gedacht. Und schieben. Machen wir gleich mal. So, gehst du jetzt auf? Ne, aber du gehst jetzt auf. Aha, die anderen waren alles Fallen. So. Gibst du wieder den Zoppi, du grüner Penner? So. Nochmal zwei von denen. Keine Chance haben wir. Keine Chance. So, hier geht's nach oben. Da gibt's die Kiste, oder?
Die Dungeon-Karte halten. Blauräume hast du, bla, ja, genau. Ja, ja. Kann man euch eigentlich töten? Ja, kann man. Sauber. Haben sie keine Chance gegen mich? Jetzt guck ich mal. Ich wollte das nicht drücken. Ja, ja, schnell ins Innere, ist klar. Karte. Wir haben Kellergeschoss 2. Waren wir. Nicht. Oder doch, waren wir doch. Hier waren wir. Ja, geht nur ordentlich weiter, Freunde. Das kann auch ein bisschen dauern. Und hier sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, sage ich mal. Bis dahin. Ciao.